Nach den 3 Tagen Aufenthalt in der Villa Westerberge beim Hauptsponsor bei ETL. Und hier habe ich einen Mann, den Herrn Klug, aus gebürtig Leipzig, jetzt aus Aschersleben. Und das Besondere, Ihr Vater war, wie wir es hier im Spielerpass sehen können, Spieler beim Vorgänger des 1. FC Lok Leipzig, beim VfB Leipzig. Ja, er ist Mitglied gewesen seit 1937 beim VfB Leipzig. Und jetzt sind Sie als gebürtiger Leipziger, viele, viele Jahre schon in Aschersleben, also nicht weit weg von hier, und sind natürlich dem 1. FC Lok Leipzig nach wie vor verbunden. Jawohl, wir haben jedes Spiel, was international von Lokomotive Leipzig stattfand, von Aschersleben aus sind wir dorthin gefahren und mitverfolgt. Ihr Vater hat in der 2. Mannschaft gespielt, der Pass gut aufgehoben. Hat Ihr Vater Sie damals mitgenommen zum Fußball? Ich bin 1939 geboren und habe die Zeit natürlich mit meinem Vater gar nicht aktiv erlebt. Ja, war viel zu klein noch, um ihn als Fußballer zu erleben. Das bedauere ich heute noch sehr. Wenn Sie Lok Leipzig hören, was ist das letzte Spiel gewesen oder was war das interessanteste, aufregendste Spiel, was Sie in Ihrer Zeit als Fan des 1. FC Lok Leipzig erlebt haben? Ich habe das aufregendste Spiel miterlebt, als René Müller den entscheidenden Elfmeter schoss und der 1. FC Lok Leipzig dann zum Finale nach Athen fuhr, 1987 glaube ich. Das war das Spiel gegen Bordeaux? Genau. Wann waren Sie das letzte Mal im Bruno-Plache-Stadion? Die Spiele als VfB Leipzig habe ich alle noch mitverfolgt im Bruno-Plache-Stadion. Dann wird es natürlich Zeit, dass Sie demnächst mal wieder nach Leipzig kommen, ins Bruno-Plache-Stadion, jetzt 1. FC Lok Leipzig, nächstes Jahr 50 Jahre Lok Leipzig. Und da ist ja das große Ziel des Vereins Aufstieg. Vielleicht wäre das ein Anlass für Sie, da nach Leipzig zu kommen. Das wünsche ich den 1. FC Lok Leipzig von Herzen und dann würde ich natürlich mit dabei sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß heute hier, der 1. FC Lok Leipzig zu Gast in Mehring-Drohndorf. Und danke, dass Sie uns dieses tolle Dokument mitgebracht haben. Zeitzeuge sind Sie und wir feiern nächstes Jahr 50 Jahre Lok Leipzig. Vielleicht lädt man Sie ja dazu ein. Viel Erfolg. Dankeschön. Lokrufradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.